Ich hol safe, oder? Da, ich sehe. Ey, Fotzen, Digga, jetzt könnt ihr nichts machen, ne? Weil ich einen 20er Scope hab. Fühlt sich scheiße an, ne? Die Runde, Digga. Soll ich selber eine Drohne kaufen? Ich kauf Drohne. Hinderberg, meine Freunde. Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Danke, dass du wieder am Start bist. Heute ein besonderes Video. Wir zocken die Schweizer K31, die Swiss K31 auch genannt, mit einem 20-fachen Scope. Warum das 20-fache Scope? Werdet ihr in den Highlights sehen. Kurz und knackig gesagt, auf Caldera könnt ihr so weit reinscopen, dass die Gegner gar nicht wissen, wo ihr seid. Meistens ist das noch voll verpixelt und ihr seht die Gegner aber klar und deutlich. Und das macht dieses 20-fache Scope so OP. Also bringt wirklich, wirklich heftig Spaß. Die Gegner realisieren gar nichts. Die schießen manchmal sogar in falsche Richtung und so. Und denkst dir, Junge, weil die wollen natürlich auch zurückschießen manchmal. Funktioniert nicht. Ihr seid viel zu weit weg. Also 20-fach Scope kann ich auf jeden Fall geisteskrank empfehlen. Viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit den Highlights. Oft natürlich Hitmarker. Ihr müsst natürlich sonst auf den Kopf zielen, dann habt ihr keinen Hitmarker. Oft Hitmarker, weil halt wegen der Range, ne? Aber viel Spaß mit dem Video. Da der Achtung. Ja, auf der Hill. Ah, Jüt. Wo ist der Dalki? Wo ist der Schmalaka? Wo ist der Dalki? Jetzt ist der Nerven in der Peripheria. I gotta look out. Έβγαλα. Α, και δεν είσαι δανός. Πού είναι, ποιος άλλος είναι. Εδώ ρε, εδώ το σπάκα ρε. Ο πάνω. Είπε, δεν το πιστεύω ρε μαλάκα. Εγώ δεν είναι χάρη μου. Έφτασαν. Προσέχετε, μην... Τώρα έχω κάνει down.
Ja, die Schüsse schießen. Nicht zu weit runtergehen auf jeden Fall. Ah, gut, da geht's. Hinter uns kommt was, hinter uns kommt ein. Oh, hinter uns, direkt hinter uns! Er hat auf uns gewartet, die haben uns so hinterlaufen. Einer hinter uns. Einer close und einer hat mich gesniped. Zwei close jetzt. Ja, nee. Wir haben die uns Sandwich gegeben. Nee, das war ein anderes Team, Junge. Wir haben. Wir wurden von zwei Teams gepusht. Ah doch, Junge! Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst, Digga. Das ist nicht sein verschissener Ernst. So, meine Freunde, kommen wir jetzt auch schon zum Klassensetup. Wie spiele ich die Schweizer K31 oder auch Swiss, ja moin. Schiss, genau, richtig. Oder auch Swiss genannt. Wie zocke ich sie? Ihr habt schon im Video gemerkt, es ist was Besonderes, es ist das der 20-fache Zoom, das 20-fache Visier und auf Caldera ist es einfach perfekt, sage ich so wie es ist. In manchen Highlights habt ihr wahrscheinlich gesehen, man scoped rein und das manchmal noch verpixelt und ihr seht trotzdem die Gegner und die Gegner denken sich, hä, was ist hier überhaupt los? So, ab zum Klassensetup. Mündung zocke ich den Mündungsfeuerdämpfer. Lauf zocke ich den Tiger-Team-Scheinwerfer. Laser zocke ich auch den Tiger-Team-Scheinwerfer. Visier zocke ich das 20-fach-Visier. Guck mal, ich stehe sowieso Visierspiegeln für Feinde sichtbar. Auf Caldera seht ihr gar nichts, wenn ihr komplett auf Range seid. Nix. Die Gegner sehen vielleicht ein Funkeln, aber ihr seid so weit weg, die schießen gar nicht zurück, meistens. Und dann Unterlauf, Schleifscheingriff. Und so wird die Waffe gezockt. Es ist mal wieder eine MW-Waffe, die wirklich Spaß gemacht hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und ich muss sagen, endlich ist Krampus der Schwanz weg. Der ist weg, dieser Schwanzkopf. Ja, endlich ist er weg. Und ich muss wirklich sagen, Warzone bricht mich zurzeit wirklich und deswegen kommt sehr, sehr viel Rebirth. Leider Gottes, Rebirth habe ich an viel entspanntere Lobbys gefühlt. Naja, nicht viel am heißen Brei reden. Bis zum nächsten Video, Freunde.